Huch. Herzlich willkommen nach der Mittagspause. Ich hoffe, jeder hat was Leckeres essen können und was getrunken. Wir machen jetzt weiter. Ich darf auf der Bühne schon herzlich Stefan Born von Parsonate und Herrn Horst Huber von Print Group bzw. unsere Geschäftsführer begrüßen. Wir haben hier, wie Sie vielleicht sehen, einen Tisch aufgebaut. Denn wo nimmt man klassischerweise im Büro sein Mittagessen ein? Bei uns ist das ganz klein in der Küche. Und die beiden Herren haben sich gedacht, ach komm, dann machen wir das doch auf der Bühne und machen das, wie man in der Küche halt quatscht, in einer Art Küchengespräch. Und die beiden werden Ihnen jetzt von der Kunst, zukunftsfähige Entscheidungen zu treffen, was präsentieren. Mehr brauche ich, glaube ich, gar nicht dazu zu sagen. Bei Fragen oder auch wenn die Herren Fragen ans Publikum haben, bitte vorher aufzeigen, damit die Dolmetscher bzw. ich dann sprinten kann und die Dolmetscher das nämlich übersetzen können. Und damit wünsche ich viel Spaß. Vielen Dank erstmal und vor allem, wir haben ja noch Stühle frei. Also wer gute Fragen stellt, der darf auch gerne hier oben Platz nehmen. Der Vorteil ist, wir kennen auch einige per Namen. Wir können auch hindeuten. So genau. Ist es nicht. Also, Namenunwissenheit schützt nicht vor Beteiligung. Das ist nämlich auch gleich mit ein bisschen die Idee. War das schon eine Frage? Nein, gut. Das ist aber auch die Idee. Ich habe vor ein paar Wochen, Horst, habe ich dich angerufen, nachdem wir bei uns, Tobias und Carsten sprachen mich an, was können wir denn da machen? Und ich habe dich dann angerufen und gefragt, das wäre doch eine Idee. Und eigentlich, muss man zusagen, war die Idee, wo finden die besten Gespräche statt? Das ist gerne bei Partys abends in der Küche. Und deswegen dieser Originalküchentisch hier irgendwie aus der Requisite. Jetzt hat es mit dem nachts oder abends nicht geklappt. Dann könnten wir auch alle ein bisschen näher und mehr. Und dann wären auch Weinflaschen hier gestanden. Jetzt versuchen wir es mit Kaffee irgendwie über die Runden zu kommen. Wir müssen Opfer bringen, ne? Kein Wein. Latte Macchiato. Bevor wir jetzt aber zu selbstgefällig Kaffee trinken, Horst, vielleicht mal so an dich. Ich habe dich angerufen mit der Idee, wagemutig, mal keinen Vortrag, sondern wir gehen ins Gespräch, gerne auch mit euch allen. Und ich habe durchs Telefon sofort gemerkt, du bist nach einer kurzen Sekunde begeistert. Erinnerst du noch, warum du dieses Thema Entscheidung und Komplexität so ansprechend, anspruchsvoll, spannend fandest? Er hat mich das mit der Rotweinflasche geködert, um mal, willst du auf der Bühne Rotwein trinken? Ich sage ja. Dann über komplexe Entscheidungen und zukunftsfähige Entscheidungen zu sprechen, sage ich, auch okay. Nee, ich finde das Thema jetzt, Spaß beiseite, super spannend, weil komplex wird häufig irgendwie sehr synonym zu kompliziert verwendet. Und ich weiß nicht, wer da von Ihnen den Unterschied kennt. Ein komplexes System ist etwas, wenn man an einer Stelle zieht, dann ändert sich was, aber die Einflussfaktoren verändern sich auch wiederum. Also ein Verhalten eines komplexen Systems lässt sich nicht vorhersagen. Punkt aus Arm. Ein kompliziertes System lässt sich vorhersagen, das ist halt ziemlich viel Aufwand, aber das ist deterministisch in dem Sinne, wenn ich dasselbe mit denselben Rahmenbedingungen wieder mache, funktioniert das. Ich möchte es als Pragmatiker sagen. Ich habe in der Literatur ein wunderbares Beispiel von Gast, der hatte das so beschrieben, wenn man sich vorstellt, da liegt jetzt ein Ball, ich bin kein Fußballer, ich kann es nicht vormachen, da liegt ein Ball, man tritt den, dann fliegt er und das wäre also so ein Beispiel für ein triviales System. Das kann man, wenn man jetzt ziemlich klug und in Physik damals aufgepasst hat, berechnen. Okay, kann jeder nachvollziehen. Wenn man das Gleiche macht und Achtung, ich mache sowas wirklich nie, aber mit einem Hund machen würde, ja, also da ist der Hund und man tritt ihn, dann gibt es mehrere. Das ist eine nicht triviale Maschine. Also da kann jetzt, der Hund kann weglaufen, fliegen wird er wahrscheinlich sowieso ein bisschen, wenn man ihn trifft, aber er könnte auch zuschnappen. Also er könnte vielleicht auch noch andere Sachen machen, sich hinlegen und weiß nicht. Also sprich, das ist für mein Verständnis schon mal ein sehr guter Hinweis für komplex. Es ist nicht vorhersehbar und jetzt sind wir schon mal bei einem Punkt. Ich kann es nur erfahren durch Beobachten und Ausprobieren. Ja. Mit dem Risiko, den Fehler zu machen und gebissen zu werden.
Du hattest vorhin auch kurz gefragt, ob jemand eigentlich weiß, was komplex ist. Es müssen ja sehr viele sein, die sich immer angesprochen fühlen. Ganz bejahend. Gibt es vielleicht ein paar Ergänzungen schon mal? Also wichtiger Hinweis, wir wollen die Entscheidung erleichtern. Wir haben Nina, die hat das Telefon. Mit dem Telefon bekommt man hier Kaffee. Und zwar richtig einen guten Kaffee. Also nur so als... Also wir wollen euch locken. Zwei Plätze frei. Latte Macchiato, ein Traum. Ein Träumchen. Okay, die ersten Zöger noch. Wir legen noch eine Tasse drauf. Zwei Latte Macchiato und noch keiner. Ich würde noch mal... Ja? Oder... Wie ist der Unterschied bei der Entscheidungsfindung, darum geht es ja offensichtlich bei euch, in sozialen Systemen zwischen kompliziert und komplex. Und dann sind wir ja ganz schnell bei Luhmann und dem Systembegriff von sozialen Systemen. Und das würde mich interessieren, wie ihr dazu, was ihr dazu zu sagen habt. Bist du? Jedes soziale System, wo Menschen involviert sind, ist aus meiner Perspektive ein komplexes System, kein kompliziertes. Immer? Immer. Aber wir arbeiten ja in Teams, zum Beispiel in Printprojekten. Und was ist dann die Herausforderung für uns als Unternehmer oder Product Owner oder Scrum Master? Wie gehe ich genau dann mit diesen, ich habe ja tagtäglich Entscheidungen zu fällen, wie gehe ich damit um? Dann würde ich stelle die Frage, vielmehr die Antwort noch mal ein Stück zurück, wenn es okay ist. Weil dann gehen wir erst noch mal ganz kurz vielleicht auf die Frage ein, was ist eigentlich so eine Entscheidung und was macht es aus, dass man entscheidet? Und Luhmann haben wahrscheinlich alle hier schon gelesen und verstanden. Ansonsten könnten wir, wenn wir noch 2 Stunden dranhängen, ein bisschen über die Organisationstheorie einen kleinen Einblick geben. Aber nein, im Ernst, ich glaube, bei Entscheiden kann ich auch nur vielleicht mit einer kleinen Geschichte anbieten. Eine Mutter schenkt ihrem Sohn 2 Hemden. Schöne Hemden, kein Thema, ja. Und die Mutter kommt ein paar Tage später zu Besuch und der Sohn, einfach aus Zuneigung und für dieses Geschenk, zieht er eines dieser beiden Hemden an. Und die Mutter sieht, freut sich und gleichzeitig argwöhnisch sagt sie, oh, das andere hat dir wohl nicht gefallen. Das ist... genau das Kennzeichen. Zum Glück waren die ersten Lacher dabei, die es gleich gekneist und zum Ausdruck gebracht haben. Genau das ist das Kennzeichen. Man würde jetzt landläufig sagen, man kann es nur falsch machen bei so einer Entscheidung. Also das ist eigentlich die Entscheidung, die wir in Organisationen relevant vorfinden für Führungskräfte oder Teams. Damit kommen wir schon ein bisschen näher. Weil jetzt muss, also man nennt es dann irgendwie eine Literatur, pragmatische Paradoxie, wer gleich googeln will, ja, dann kommt man auch bald auf Luhmann. Aber diese Paradoxie, dieses Auflösen, es ist kein Widerspruch, sondern es ist etwas, was sich selbst referenziell widerspricht. Das ist ein ganz feiner Unterschied. Aber soweit, ich glaube, genau ist die Grenze. Weiter wollen wir auch nicht gehen. Hast du vielleicht, Horst, auch eine Idee oder aus deiner Erfahrung ein Beispiel, wo es erstmal nur um das Thema Entscheiden geht? Oh, und das du drunter getragen hast, das reicht wohl als Unterhemd. Na, dann knöpfst du halt das Oberhemd ein bisschen auf, dass man sieht. Ganz pragmatisch. Super Lösungsansatz. Ich habe... Printkonzept. Ja, ja, das sind kluge Leute, man merkt es. Das war einer der Kollegen, die die Software schreiben. Projekte implementiert, sorry. Oh, Entschuldigung. falsch entschieden für die Rolle. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf, wie man tatsächlich entscheiden kann. Wir wollen jetzt ja nicht nur so abgleiten, Kaffee trinken in Theorien. Hm. Aber fällt dir noch was Praktisches ein? Ja, wir können ja mal deinen Input mal aufnehmen. Du sagtest Scrum, also agil. Was gehört denn so zu einem agilen Prozess denn so dazu? Aus deiner Erfahrung, tägliche Projektarbeit? Das Mikro, Nina hat dir schon das Mikro hingehalten.
Ich glaube, deine Frage geht nicht dahin, jetzt alle agilen Paradigmen, Leitplanken und Prozesse jetzt hier aufzuzählen. Das kennen wir alle. Also ich glaube, in erster Linie ist es, wenn du es jetzt auf ein Wort runterbrechen würdest, dann würde ich sagen, es ist Haltung. Super. Haltung auch im Sinne, würde ich jetzt mal kreativ ergänzen, Haltung auch mit der Akzeptanz von bestimmten Rahmenbedingungen. So, und warum hat man überhaupt diese ganzen Scrum und diesen agilen Kram im Prinzip entwickelt? Das hat ja einen Grund. Macht man ja nicht aus Jux und Dollerei. Und das hat man gemacht, naja, weil man gesagt hat, ah, diese Webprojekte, das kommt ja alles aus dem Web. Wir wissen ja auch nicht so genau, was die unsere Kunden auf unserer Website benötigen. Klammer auf, wir ja erst recht nicht. Und das verändert sich alles so dramatisch. Die Technologie entwickelt sich ja viel, viel schneller als früher. Die Innovationszyklen sind ja auf 4 Jahre geschrumpft. Also von der Erfindung bis zur flächendeckenden Umsetzung. Also wir müssen eigentlich viel, viel schneller agieren auf Rahmenbedingungen, die wir wenig kennen oder weniger kennen und kaum durchschauen können. Die Lösung ist trivial. Dann sagt man, ja, okay, dann müssen wir halt schneller reagieren. Und schneller reagieren heißt, wenn wir nicht die Ressourcen unendlich eskalieren, was aus vielen Gründen nicht geht, heißt, wir müssen die Stückchen kleiner machen. Dann machen wir etwas, dann gucken wir, sammeln Erfahrung, gehen dann einen Schritt vor, vielleicht einen seitwärts, oder 2 zurück, je nachdem. Und das ist erstmal ein agiles Vorgehen, weil man letztendlich gar nicht genau sagen kann, was wir an Anforderungen in 2 Jahren haben. Nicht möglich, weil es letztendlich ein komplexes System ist. Also gehen wir schrittweise vor. Und was du sagst, ist aus meiner Perspektive genau das Richtige, nämlich die Haltung. Man akzeptiert, dass man nicht alles durchschauen kann. Und man akzeptiert auch, dass man vielleicht über die eine oder andere Konsequenz überrascht sein wird. Das muss man akzeptieren. Haltung heißt, dass es aber keine Anarchie ist. Viele Kunden, die ich so erlebe, verwechseln agiles Vorgehen mit planlosen Vorgehen. Ah, wir haben 300.000 Ideen, die wollen wir alle haben. Dann genau beschreiben müssen wir das ja auch nicht so genau. Also wir sind ja agil, dann fangen wir mal an und dann spezifizieren wir. Und das ist es eben nicht. Das kleine Stück ist voll geplant, gut beschrieben und hat einen klaren Plan. Und man hat auch, wie du schon gesagt hast, das kennen wir wahrscheinlich alle, aber ich versuche jetzt den Transfer zu machen, gibt es ja auch Release-Ziele. Also wir haben unsere Sprints, da sagen wir typischerweise, naja, 3 Sprints, 1 Business-Release, so wie man es halt macht. Und dann sagt man, ja, es gibt Sprint-Ziele und es gibt Business-Release-Ziele. Also wir wissen dann schon nach 3 Sprints, was wir eigentlich im großen Bild erreichen wollen. Und die kleinste Einheit, wo wir uns modifizieren, ist natürlich der einzelne Sprint. Also es gibt schon eine Planung und eine Haltung, was man erreichen will. Man hat nur die Haltung, es schnell zu verändern. Aber es bedeutet nicht, keinen Plan zu haben und nicht zu reflektieren, wie sich das komplexe System verhält. Und um vielleicht noch einen Aspekt, der in der Frage enthalten war, nämlich die Entscheidungen. Und das ist jetzt so bei diesen agilen, bei dieser agilen Methode Scrum, was Horst gerade ausführte, meiner Ansicht nach ein ganz wesentliches Merkmal, dass man eben mit einer Entscheidung für ein gewisses Sprintziel beginnt, sich festlegt, aber eben für einen sehr kurzen Zeitraum. Das ist jetzt das Entscheidende, dass man guckt, was kann man da schaffen, machen, sich über das Ergebnis, und das ist jetzt das Wesentliche, gar nicht sicher sein kann zu diesem Zeitpunkt.
Und das aber, und das, daraus wird jetzt was, was jetzt in Richtung Luhmann dann auch geht theoretisch, ist nämlich das Lernen. Also man zieht daraus, man bewertet, also erstmal guckt man, was lernen wir daraus und bewertet es und entscheidet wieder. Und dieses Wiederentscheiden, dafür gibt es dann bei Scrum bestimmte Zirkel und Sonstiges, aber erstmal, ich will es mal auf diese Grundform zurückführen, also man entscheidet sich was für etwas, angesichts dieses Komplexen, wo man sagt, das kann ich nie durchdringen, ich kann nie alles berücksichtigen, also probiere ich etwas aus, ich mache es wieder einfach, der Hund, ja, ich, vielleicht trete ich ihn noch nicht, aber ich gehe mal in die Nähe, ja, wie verhält sich der auf mich? Erste Annäherungsversuche mit dem Hund. Und bereits das ist ja eine Entscheidung, dies zu tun. Und ich mache viele Dinge in dem Moment nicht. Ich habe mich dafür entschieden. Und aus der Beobachtung, wie der Hund sich verhält, mache ich die nächste. Also ich habe was gelernt und mache dann die nächste Entscheidung. Und damit ist das eigentlich das Grundmuster des Ganzen. Aber leider nicht so trivial, weil das mit der agilen Vorgehensweise und mit Scrum oder anderen Prozessen in der Softwareentwicklung ist ja schön und gut. Das kann man beschreiben und dann kann man, definiert man harte Kriterien, die Criterias of Satisfaction und sagt man, ja, und man hat die Tests an. Und Horst, das wird mir jetzt gerade so einfach. Ja, was oder passiert nein? denn im Alltag, wenn da jemand kommt zu dir und sagt, ich habe da eine Idee, ich brauche da ein bisschen Zeit oder Geld? Kommt sowas vor? Gibt es sowas? Es ist jetzt an dich als Chef und du sitzt auf dem Geldbeutel. Also hinten hast du noch eine Tasche, weil vorne ist der Brühwürfel, haben wir ja gelernt. Ja, ja, genau. Mhm. Rechts die Maultasche. Eben, also wir sitzen ein bisschen krumm, egal, das ist ein Detail, auf dem Geld und jetzt will jemand was. Ich gucke schon dahinter, wo die Entwickler sitzen und die Projektleiter. Wie ist denn dann deine Entscheidung? Ja, also meine Entscheidung ist situativ natürlich. Es gibt da natürlich verschiedene Ebenen. Das eine ist natürlich die klassische Frage, wie sieht es mit dem Business Value aus? Naja, also wie viel bekommt man zurück, in welcher Zeit? Wie hoch ist das Risiko, dass es klappt bzw. scheitert? Dann hat man ein Risikomanagement, sagt man, ja, okay, dann machen wir mal das und gucken und geht man dann schrittweise vor. Das ist, denke ich, das ganz Normale der Welt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn ich die Prinzipien anschaue, ist schwer, einen Prozentsatz zu fassen. Aber eine signifikante Anzahl der Funktionen, der Produkte, hätte ich gesagt, nee, machen wir nicht. Das ist hoffentlich nicht bei mir. Ah, gut. Ah, eine Frage. hätte ich gesagt, nee, brauchen wir nicht. Aber da sage ich dann, also da sage ich auch nicht, hey, ich halte das für eine völlig bescheidene Idee. Ich sage, ja, okay, mach mal und zeig's mir mal, wenn du so weit bist. Auch wenn ich davon überzeugt bin, dass das zum Scheitern verurteilt ist. Und ich habe da eine Erfolgsquote eines Affen, nämlich 50%. 50% liege ich richtig, dass das eine blöde Idee war und 50% täusche ich mich. Also. Das finde ich gerade ganz spannend. Du sagst auch, du stimmst zu, vielleicht wird über die Summe noch verhandelt, aber du stimmst, könnte ich mir vorstellen, du stimmst zu, obwohl du glaubst, dass es nicht gelingt. Ja, klar. Das ist ja eigentlich ein ganz spannender Punkt. Warum glaubst du, dass du das machst? Du glaubst an eine Idee, du investierst sogar, obwohl du eigentlich nicht dran glaubst. Ja, habe ja nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Das heißt, was jetzt hier gerade... 50% Treffer. Klar, wenn jetzt ein Mitarbeiter käme und sagt, hey Boss, ich habe da eine Idee. Wenn wir jeder einen Ferrari hat, dann programmieren wir 20% schneller. Dann würde ich vielleicht auch nochmal nachfragen, wie diese Korrelation herzustellen sei. Aber nein,
Ich glaube, bei dem Ferrari könnte man über einen Kompromiss nachdenken. Also nur damit da so ein bisschen die Verhandlungsebene bleibt hier. Aber ich habe das deswegen nochmal so ein bisschen in den Mittelpunkt gerückt, weil da ist nämlich etwas, was, glaube ich, für Entscheidungen, da wollten wir ein bisschen drüber reden mit euch und plaudern, damit Entscheidungen einfach besser werden, dass man auch die beobachtet, wie man selbst entscheidet, weil als super Fachexperte für das Führen dieses Unternehmens weißt du ja, was schon alles nicht geklappt hat. Und deshalb finde ich es gerade so herausstellenswert, dass du sagst, lass es uns trotzdem probieren. Obwohl ich eigentlich nicht dran glaube. Ich finde das nämlich einen ganz wichtigen Punkt. Es macht nämlich gute Entscheidungen nämlich aus, zu erkennen, dass man als Experte gar nicht alles, bloß weil man es immer so gemacht hat, auch in der Zukunft Erfolg hat. Gerade wenn es um, wir hatten es so schön mit komplex, ist es sowieso, aber zukünftig auch nicht vorhersehbar ist, dann... Alle großen Fehlentscheidungen der Menschheitsgeschichte, groß oder klein, fußen immer darauf, dass die Leute die alte Situation auf die neue Situation übertragen und sagen, na, früher, wenn wir das gemacht haben, hat es geklappt, oder hätten wir das so früher gemacht, dann hätte es geklappt, und das übertragen sie, und das geht ja meistens schief, weil sich die Rahmenbedingungen geändert haben und die Zusammenhänge auch natürlich sehr schwer einzuschätzen wegen Komplexität. Das ist jetzt vielleicht aufgrund der politischen Lage in der Ukraine ein schlechtes Wort, aber eine der Mantras bei dem Militär ist, führe nicht den letzten Krieg, führe den nächsten. Also bereite dich nicht auf den letzten Krieg vor, bereite dich auf den nächsten Krieg vor. Also der nächste Krieg wird anders funktionieren wie der letzte. Also tu jetzt nicht den letzten Krieg schlagen, sondern überleg dir, wie das in Zukunft aussieht. Das ist fundamentaler Bestandteil jeder Militärdoktrin. Es sind große Fehler, wenn man einfach das überträgt. Dem letzten Satz würde ich ja gleich so mal kurz auf die Theorie guckend hinzufügen. Naja, damit machst du dir aber auch Gedanken über Ziele. Ich denke, das gehört mich auch ganz entscheidend für Entscheidungen. Oh Gott, welches Wortspiel. Zu Entscheidungen mit dazu, dass man Klarheit hat. Also wo möchte man hin? Was möchte man eigentlich erreichen? Klarheit, Haltung. Haltung zu den Dingen. Das beinhaltet eindeutig Klarheit. Und ich finde, Glauben in Entscheidungen, das gehört, finde ich, schon eher in den Sonntagmorgen rein. Habe ich gerade Glauben gesagt? Nee, ich glaube nicht daran, ich habe das gesagt. Ich hätte jetzt auch sagen können, ich kann es nicht einschätzen. Wissen weiß ich es ja erst recht nicht. Ich kann es nicht einschätzen, ich habe da keine Meinung. Das würde ich ein bisschen wieder zerlegen, weil Glauben an sich im Kerne ist, da stimme ich dir vollkommen zu, aber gerade mit dem Beispiel, dass jemand kommt und sagt, ich habe da eine Idee, daran glauben, auch an die Entscheidung und den Mitarbeiter, obwohl man selber meint, es hat doch noch nie geklappt, aber dann daran glauben ist mit eines der Wesentlichen. Ja, oder ich bin überzeugt, dass es, ich bin überzeugt. Nein, das ist wie schon gesagt, und es kommt ja nochmal eine Komplexitätsstufe dazu. Die Entscheidung und die Resultate, das Timing muss ja auch noch passen. Timing ist ja auch eine sehr entscheidende Frage. Und wenn man das anschaut, so gesehen, der letzte Teil der digitalen Revolution, das Smartphone, hat Steve Jobs in der ersten Iteration in die Tonne gedrückt. Hat er gesagt, das ist nicht gut genug. Da gehen wir nicht auf den Markt. Da geht er nochmal zurück und bessert ein bisschen nach. Ich glaube, waren 2 Jahre oder so. Schon eine relevante Summe an Geld, weil er gesagt hat, ich bin überzeugt, dass wir brauchen eine bessere Qualität in unserem Produkt. Also auch Timing, auch wenn alles perfekt ist und wenn man alles richtig gemacht hat, das ist jetzt nur ein Beispiel, das Timing muss ja auch noch passen.
Nein, du musst nicht nach vorne kommen, aber das Thema mit den Facetten, ganz ein ganz kleines Beispiel, so klein ist das Beispiel nicht, ist die Idee von Vago und dann von Arthur Wozniak hat mich sowas begeistert. Da war ich völlig überzeugt und ich will mal sagen, die Diskussionskultur bei uns ist schon, dass man dann mich manchmal gefragt hat, man hat mich eigentlich relativ häufig gefragt, warum wir das machen, weil auch viele CEO-Kapazitäten auf ein singuläres Thema gegangen ist, das nicht skalierbar war. Völlig korrekt von meinen Management-Kollegen, dass sie sagen, Horst, bist du dir sicher, was du da machst? Du bist so eine Engpass-Ressource, überall fehlst du und jetzt konzentrierst du, bist du dir sicher, dass das jetzt nicht einfach dein Lieblingsspielzeug ist und du bist... Bist du dir sicher? Und sage ich, ja Leute, ich bin davon überzeugt. Ich kann euch nicht sagen, wann, aber ich bin überzeugt, dass das kommt. Ich kann euch nicht sagen, in 2, 3, 4, 5 Jahren. Ich habe keine Ahnung von dem Timing und habe dann gesagt, ich belaste damit die Organisation nicht. Darum kümmere ich mich und haben wir schon einige Iterationen gezogen. So langsam zieht das Thema an und das wird jetzt in den nächsten 1,5 Jahren fundamentaler Bestandteil sowohl in unserer Cloud-Strategie als auch in unserer Print-Suite. Auf 5 Jährchen mit einem treuen Kunden Vago, der genauso wie wir dran festgehalten haben, bevor ein zweiter Kunde kam, nach 5 Jahren. Das ist Glauben. Überzeugung. Auch das. Habe aber so gesehen die Organisation nicht damit belastet. Also ich habe schon ein paar Leute zusammengezogen. Klar, das geht natürlich als CEO ein bisschen einfacher, so Ressourcen aber, sich zu organisieren. Jetzt driften wir ganz schön ins Detail. Aber das ist eine Entscheidung. Und ich glaube auch, dass das... Und ähnlich wie bei der Scrum-Planung, und das hat jetzt nichts mit der Software zu tun, sondern generell, dass man schon eine Vorstellung haben muss. Man braucht schon ein eigenes Modell der Überzeugung, wie Dinge funktionieren. Das kann falsch sein und das kann sich verändern. Es darf sogar falsch sein, aber genau dafür ist ja dieser Zyklus, genau, den ich vorhin beschrieben habe, dieses egal, wie man entscheidet und mit welcher Methode, da kann man ein bisschen auch ausführen, aber vollkommen Wurst. Also Entscheidungen sind per se gut, wenn man dahinter steht, Haltung, haben wir gehört. Und dann aber das andere Moment mit einbauen, eben dieses nach einer kurzen Zeit angucken und neu bewerten und wieder weiter entscheiden. Und so entsteht ein Zyklus und damit entsteht auch, weil damit hadern wir ja, also in meiner Rolle als Berater ist es ja auch, dass man ganz oft dann Angebote machen muss, gerne agil, aber zum Festpreis. Du kannst noch lachen, aber manchmal, es ist halt einfach sehr schwer. Ist da jemand aus dem Controlling oder Einkauf und hat es gerade kommentiert? Nee. das sind einfach so, so Punkte, glaube ich, da kann jeder ein bisschen mitreden, dass dahinter steht nicht was, Unsicherheit. Ganz große Unsicherheit. Und ich glaube, damit ist man einfach auch um über Entscheidungen in Unsicheren, weil unüberschaubar, man muss miteinander sprechen. Man muss reden, man muss kommunizieren, man muss Vertrauen aufbauen. Und jetzt sind wir wieder bei dem gleichen Punkt. Entschuldigung, nur den Gedanken. Kleine Einheiten bauen, also was machen, ausprobieren, kann man jetzt nennen, wie man will. Proof of Concept oder ein Modell bauen oder das mal skizzieren gemeinsam, aber gemeinsam daran arbeiten und dann bewerten, sind wir auf dem Weg. Es hat was mit Überzeugung zu tun und mit einem Modell und mit einem, was man verfolgt. Die wenigsten waren da praktisch in der zweiten Session, wo ich da für Herrn Brühl eingesprungen bin, wo ich ein bisschen über den Pyramidenbau erzählt habe. Und gerade in der Pause habe ich mit Herrn Köster auch darüber gesprochen und er hat gesagt, also das mit dem Pharao, also das ist ja völlig irrealistisch. Der Pharao hat eine Idee, wir setzen da mal eine Pyramide hin und ganz erfolgreich. Wird
Wirtschaft wird mobilisieren und dann wird das Ding halt in den 20 oder 30 oder wie auch immer die haben hochgezogen. Das hinkt ja mit dem PIM-Beispiel ja zu 100%, weil der Stakeholder, also der Pharao ist der Stakeholder, sagt, ey, ich setze da keine Pyramide hin, wenn ich nicht genau weiß, wie lange das dauert, wie viel das kostet, welchen Nutzen ich habe und nicht über eine übergeordnete kosmische, sphärische Idee, dass Pyramiden aus dem Grund gut sind. Ich male jetzt schwarz und weiß, aber letztendlich, ich habe da ja die Analogie zu dem PIM-System gesucht. Ich habe, was Herr Köster auch gesagt hat, er führt ja alles, jetzt haben wir ChatGPT, KI, was auch immer. Wir werfen da irgendwie maschinell Dinge rein, aber am Ende brauchen wir es erstmal gute Daten. Brauchen wir ein System. Wir wissen, in der Keynote habe ich gesagt, wir müssen mit dieser Plattformökonomie leben. Das werden wir werden den Todesstand dann nicht zerstören. Also wir müssen mit der Plattformökonomie leben, eigene Plattformen aufzubauen, außer jemand hat sehr, sehr, sehr viel Kohle, sollte das mal tun, dies bleiben lassen. Das ist, glaube ich, eine Fehlentscheidung. Also müssen wir uns mit der Plattformökonomie auseinandersetzen und arrangieren. Das ist aus einer langen Frist jetzt, nicht von 2 oder 3 Jahren. Wer das nicht so sieht, da würde ich sagen, das ist eine, also außer der Plattformkapitalismus verändert sich dramatisch, wo es mal ehrlich gesagt wenig Anzeichen gibt, um es vorsichtig zu formulieren. Also damit... Das können wir mal als Determinante festlegen. Was machen die Volkswirtschaftstheorien? Die legen auch Dinge fest, sagen, naja, wir haben ein komplexes System, wir können nicht alles beeinflussen, also tun wir mal annehmen, dass das, das und das fix ist. Und dann tun wir nur mit 2 oder 3 Variablen. Also Determinanten ist das, was wir sagen, wir müssen uns mit der Plattformökonomie auseinandersetzen. Determinante. Wir wissen, dass wir irgendwie mehr, besser, kontextuell, da könnten wir jetzt alle zusammen singen, das Lied, das Content King ist. Wissen wir auch. Also das braucht man nicht zu diskutieren. Vielleicht müssen wir den Pharao überzeugen, aber das wissen wir auch. Also ist... Wir müssen also die Plattformökonomie mit guten Daten beliefern. Unabhängig des Geschäftsmodells, was wir da im Detail machen, das müssen wir tun. Und wir wissen, dass unsere Ressourcen finanziell als auch personell begrenzt sind. Also ich sehe jedes Unternehmen, ob das Partner ist oder auch unsere Kunden, alle suchen in diesem Bereich händeringend Personal. Und sie bekommen es nicht. Also wir müssen irgendwie automatisieren und nicht deswegen, weil wir die Stückkosten reduzieren wollen oder skalieren wollen. Wir müssen es schon einfach tun, um überhaupt noch nicht abgehängt zu werden. Das sind alles klare Dinge. Und daraus kann man jetzt auch ganz klare Dinge ableiten. Dass man sagt, hey, wir brauchen einen geordneten Prozess, um Content zu erstellen. Ob man ein PIM-System braucht und ob man das in das Stammdatensystem hängt, wie auch immer. Da gibt es ja 1000 verschiedene tragfähige Szenarien. Das heißt, muss ich tun. Das ist für mich diskussionsfrei. Das sind Determinanten. Ich muss das tun. Wie man das dann umsetzt. Große, hohe Kunst. Und das finde ich auch, was du gesagt hast, mit Haltung und Klarheit, das muss einfach, wenn man das nicht dem Pharao beibringt, wird es auch mit dem Pyramidenbau nichts. Und ob jetzt die PIM-Pyramide nur 5 Jahre dauert, und wenn man die Datenqualität anschaut, sind wir schon fast in Pyramidenbauzeit, aber jetzt habe ich endlich jemand provoziert, super. Vielleicht eine ganz passende Frage dazu. Eigentlich haben wir eure Eingangsfrage ja, glaube ich, schon beantwortet. Stefan hat es ja schon gesagt, kleine Schritte ist die Lösung zu der Entscheidungsfindung im komplexen System.
Jetzt haben wir aber das Thema, und ich glaube, das war ja auch so ein bisschen, der Pharao ist nicht überzeugt, die Technologie schreitet weiter fort, ChatGPT kommt, künstliche Intelligenz, die Organisation verändert sich aber nur in kleinen Schritten. Muss es nicht doch eine Möglichkeit geben, um größere Sprünge zu machen, um einfach diesen Technologie-Gap aufzuschließen, oder erledigt sich das Problem, sage ich mal, von selbst durch Aussortierung? Größere Sprünge jetzt hinsichtlich der Organisation? Hinsichtlich der Organisation und somit natürlich auch der Entscheidungsfindung in den komplexen Systemen, dass man sagt, wir machen jetzt den größeren Schritt. Jetzt haben wir keinen Flipchart, da gibt es eine wunderbare Grafik. Also wer Interesse hat an ein bisschen Literatur, Luhmann, anderes ist ja schon genannt, da kann ich die Grafik auch mit reinpacken. Der meldet sich nachher kurz, dann schicke ich das. Kurz zusammengefasst ist die Grafik so mit der Hand in die Luft gemalt, dass es so, wie Horst es gerade ausgeführt hat, technologische Innovationen gibt. Dann gibt es irgendwelche Sprünge, die Kurve kann man detaillierter machen, egal. Und dazu und eben nicht passend verhalten sich typischerweise Organisationen. Die sind wesentlich langsamer in der Entwicklung. Danke. Haben wir heute schon gesehen, ne? Und wollt ihr das kurz ausführen? Ich glaube, das weiß nicht jeder. Genau, wunderbar. Und letztlich eine, gibt ein paar Unterscheidungen, die erspare ich jetzt, aber die letzte Kurve, die endet einfach mit einem Totenkopf. Und das sind einfach die Organisationen, die manche der Themen nicht bearbeiten, nicht in Kommunikation bringen. Mal sehr abstrakt formuliert, konkret, die Entscheidungen, weil man kann Entscheidungen ja aussitzen, man kann sie gar nicht treffen, man kann sie willkürlich und. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man systematisch mit Entscheidungsfindung vorgeht. Naja, und die Entscheidungen, die nicht getroffen oder nur fortgelebt werden, dann gibt es keine Veränderung. Man muss wissen, jetzt sind wir da so ein bisschen bei dem Luhmannschen Gedanken, die Organisation selbst hat ja die Idee oder den Zweck, weiter zu bestehen mit den Möglichkeiten, die sie kennt. Deswegen gibt es ja auch bei Change immer so Spannungen, weil man sich erstmal als Organisation selbst sehr schwer tut mit Veränderung. Und deswegen muss man ja auch gucken, wie man in die Veränderung kommt, wie man darüber spricht, wie man das in Kommunikation bringt, wie man zu seinem Chef geht und sagt, ich habe da eine Idee und brauche Geld oder Zeit. Wie mache ich das und wie antworte ich drauf? Darum habe ich das vorhin so rausgestellt. Margot hat mich gestern beim Abendessen inspiriert mit der völligen überraschenden Frage für mich, wie man sich verhält, wenn der Vorgesetzte eine KI ist. Fand ich, also ich denke jetzt seitdem schon ein bisschen drüber nach. Und wenn das so ist, dass die Organisation bestenfalls langsam linear sich optimiert und sicher nicht irgendwie exponentiell, was die Innovationszyklen angeht, dann haben wir irgendwann mal ein, sagen wir mal, doch substanzielle Herausforderung. Schön gesagt. Ja, ich werde in LinkedIn angetextet, manchmal klicke ich auf Ja und dann bekomme ich irgendwelche doofen E-Mails von der Marketing-Automatisierung. Wir fangen jetzt damit auch an. Nein. Okay, was man alles nicht für sein Marketing tut. Und dann gibt es ja auch in Outlook, so vorgefertigte Antworten. No. Ach, das ist ja super, aber gerade kein Interesse oder vielen Dank. Und dann kann man sich ja, kennt ihr ja alle, die Experience habt ihr ja alle, oder? Ja. Da frage ich mich immer, wann endlich einer anbietet, praktisch eine Abwimmel-KI zu machen. Wäre für mich der absolut logische Schritt, weil wenn die eine KI sich unterhält, warum sollte auf der anderen Seite nicht auch eine KI sein? Das schließt sich mir nicht, ist nicht so zu tun. Also wenn mir irgendjemand mal auf LinkedIn eine Abwimmel-KI anbietet, da bin ich der erste Kunde. 100 Pro.
Also hätten wir jetzt... Also sie muss, die Abwimmel-KI muss natürlich so intelligent sein, dass sie filtert, dass die eine von der 1-Promille-Anfrage für mich Wert hat. Axel. Ah, super. Wo kaufe ich sie? Ja, aber das will ich ja auch schon nicht tun. Ich will das einfach voll convenience-mäßig. Ich sage Abwimmel und Magie. KI ist ja wie KI, durch Big Data und maschinelles Lernen, da kann der sofort entscheiden, was für mich relevant ist, und den Rest tut er abwimmeln. Und dann entscheidet er, ja, das Abwimmeln, das mag vielleicht für mich in 3 Jahren relevant sein, also wimmel ich nicht so stark ab, wie wenn das auch in 3 Jahren für mich nicht relevant ist. Aber Horst, hätten wir jetzt hier Rotwein und säßen abends, spätabends zusammen, würde ich dir jetzt spätestens jetzt deutlich nachschenken und sagen, wir kommen total vom Thema ab. Außer ich habe schon so ein Sitzen, dass ich sage, finde ich nicht, weil, wie schon gesagt, dieser Gedanke oder diese Frage, es war ja eine sehr gut formulierte Frage gestern, finde ich schon relevant. Auch als euer damaliger E-Commerce-Leiter gesagt hat, warum drucken die Kunden die Website nicht aus? Das hat es ja sogar auf die Printi-Tasse geschafft. Aber da habe ich dann auch nachgedacht und dachte, ne, was meint denn der damit? Also ja. Fragen sind schon gut. Und wenn die menschliche Organisation da nicht Schritt hält und wir geben alles andere der KI, Entschuldigung, wir geben ja fast alles der KI, wieso geben wir dann nicht unsere Organisation der KI? Ich sage nicht, dass ich das will oder das jemals tun werde, aber die Frage ist erlaubt. Ich hätte eine Frage zum Nachdenken. Hätte eine KI Amerika entdeckt? Ich hab da eine historische... Also ich hätte eine Frage zum Nachdenken, für alle sozusagen. Hätte eine KI Amerika entdeckt? Ich beantworte die Frage anders. Wissen Sie, wer Amerika entdeckt hat? Ich meine jetzt nicht die Wikinger oder Kolumbus, also nicht diese Diskussion. Oder welche Innovation dafür verantwortlich war, dass Amerika entdeckt wird? Nein? Die kennen Sie alle. Nein, das war Gutenberg. Ist kein Scherz. Ist wirklich ernst, kein Scherz. Er hat durch die Druckerpresse, durch die Multiplikation der Karten, zuerst haben sie die Bibeln gedruckt, dann haben sie die Karten gedruckt. Und somit wurde die Diskussion auf breitere Füße gestellt. Das hat praktisch schon die Entdeckung forciert. Und das... Amerika ja Amerika heißt, hat ja nur ein Kartenmaler ja einfach da mal draufgeschrieben, dass das der, war das ein Italiener, geheißen hat. Also durch die Multiplikation des Wissens wurde das im Prinzip vorangetrieben. Warum sollte eine KI nicht Amerika entdeckt haben, wenn sie schon irgendwas anderes entdeckt hat? Wie? Noch eine Antwort, ja. Und also eine Antwort drauf? Ja, gerne. Weil es noch keiner vorher gedacht hat. Jetzt sind wir aber, um das nochmal so in Richtung Komplexität kurz zu, ja, das ist Stand heute, ist das, was wir denken können, dass diese maschinellen Codes und sonstiges, wir wissen aber nicht, was in ein paar Jahren ist. Also genau das nur als Möglichkeit zuzulassen, ist, das ist jetzt Komplexität. Anderes Beispiel. Faktor. Der große Airbus, wie heißt der nochmal? 380 vielleicht? Ja, wo der in Hamburg, da bei Hamburg gefertigt worden ist, hatten die Toleranzen, Fertigungstoleranzen, also Qualitätsprobleme. Und sie haben es nicht herausgefunden, woran es lag. Ja, dann haben die gesucht. Und dann haben sie halt, KI, die haben halt dann die... Was ist das? Sie haben statistische Kohärenzen gesucht und haben es auch gefunden, relativ schnell. Es war Ebbe und Flut. Irgendein Sensor hat das beeinflusst und deswegen kam die Ungenauigkeit rein. War relativ,
war relativ schnell erledigt. Die statistische Kohärenz konnte man sehr, sehr schnell finden. Wäre nie und nimmer ein Mensch jemals draufgekommen. Wir hatten noch eine Frage, glaube ich, oder? Nee? Okay, dann. Wir müssen zeitlich leider jetzt... Aus der Küche rausgeschmissen. Es wird aufgeräumt. Genau. Vielen Dank für euer Küchengespräch, beziehungsweise auch für die Interaktion mit dem Publikum. Wir wird jetzt gleich Hans Grohe auf die Bühne kommen. Ansonsten geht es auch unten in den Räumen weiter. Das können Sie dem Tagungsprogramm entnehmen. Und damit euch beiden vielen lieben Dank. Dankeschön. Danke.